Was zur Hölle? Wo ist ein banges Gefühl? Löse die problematische Situation der Schatzkammer. Einige Diebe aus der Familie Valera haben unter der Führung von Belda versucht, Isias Batatos Schatzkammer auszuräumen. Doch ihr Raubüberfall ist nicht gerade nach Plan verlaufen. Martino Valera besteht darauf, dass ich die Diebe rette. Jetzt ernsthaft, wo ist die Quest? Ist sie verschwunden, weil sie gescheitert ist? Ich muss nochmal laden. Laden wir das mal. Ich bleibe aus dem Valera-Anwesen raus. Vielleicht habe ich ja immer noch die Chance, die Quest, andere Quests zu lösen. Ich habe sogar das Gefühl, dass das da der Trigger dazu wäre. Wenn nicht, habe ich Scheiße gebaut und das würde mich ankeksen. So, wo ist es denn? Familienstolz? Ein banges Gefühl? Ja, finde Perser. Das sollte ich machen. Unten im Schlund. Okay. Gebe ich mal Speed, um nochmal zur Taverne zurückzukommen. Das heißt, wir sollten uns jetzt dann direkt in den Schlund begeben. Sobald wir gerastet haben. Now, what? Hey, fish boy, what I tell you last time? You're not allowed in here. Also scheint Tekio nicht zu mögen. Hey, Fischer, was habe ich dir das letzte Mal gesagt? Du hast hier nichts verloren. Kara, have we met? Kara, kennen wir uns etwa? Tekio runzelt die Stirn und zupft an einem seiner Haare. Oh, have you forgotten our little altercation so soon? How convenient for you. Oh, hast du unsere kleine Meinungsverschiedenheit etwa schon wieder vergessen? Wie praktisch für dich. Er starrt Tekio mit stehendem Blick an und beginnt die Fehltritte dieses Mannes an seinen Fingern abzuzählen. Er hebt einen Finger. Das letzte Mal, als du hier warst, warst du so besoffen wie ein Schleimal in einem Fass Met. Warum überrascht mich das nicht? Okay. Ikea, wenigstens einer von uns ist... Von uns hat Spaß. Tekio runzelt die Stirn. Gilt das jetzt für mich oder für Tekio, die Abneigung von Alof und Xoti? Wegen Verantwortungslosigkeit. Then, when I refused to serve you any longer, you stole a bottle of my finest wine from behind the bar. Er hebt einen weiteren Finger. Und dann, als ich dir nichts mehr zu trinken gegeben habe, hast du eine Flasche meines besten Weines von Tresen gestohlen. Da sage ich mal nichts dazu. How could I let you poison your clients? Ngati is not deigned to bless a drop of what passes through here. Ikera, wie konnte ich zulassen, dass du deine Gäste vergiftest? Nicht ein Tropfen von dem, was hier serviert wird, hat Ngatis Segen. You drank it all, then clambered onto the stage, pushed the dancer off and serenaded the crowd with a sloppy rendition of My Wahaki. Er hebt einen dritten Finger. Du hast sie ausgetrunken, bist auf die Bühne getorkelt, hast die Tänzerin runtergeschubst und dann die Leute mit deiner miesen Darbietung von Mein Wahaki genervt. Oh Gott. Clamber? These legs do not clamber.
Torkeln? Diese Beine tun nicht torkeln. Tekio flitscht seine Zähne und zeigt auf seine Waden. Apologize. Entschuldige dich. Das Lied musst du mir mal beibringen, Tekio. When I shoved you out the door and told you not to come back, you tried to kiss me. Oh Gott. Er hebt deinen vierten Finger. Und dann, als ich dich rausgeschmissen habe und dir sagte, dass ich dich nie wiedersehen will, hast du versucht, mich zu küssen. Obwohl es so aussieht, als ob er protestieren wollte, überlegt es sich Tekio anders und schweigt. Frankly, I'm surprised someone hasn't killed you yet. Ehrlich gesagt, bin ich überrascht, dass sich noch keiner umgebracht hat. Gintl stemmt seine Hände in die Hüfte und gibt sein Bestes, um den großen Amal zu überzeugen. Seine Bemühungen sind jedoch wenig beeindruckend. Ich bürg für ihn. Ein ersticktes Geräusch entweicht Xodis Kehle, während ihr ganzer Kopf errötet. Alright. But if he gets up to any more mischief, it's your purse on the line. Na gut, aber wenn er noch mehr Unfug anstellt, dann wirst du dafür, mich dafür entschädigen. Punish me appropriately if I misbehave. Hey Kerr, bestraf mich, wenn ich unachtet. Hold you to that, you slippery bastard. Ich nehme mich beim Wort, schlüpfiger Bastard. Gründel wendet sich mit einem Schnaufen ab. Die Spitzen seiner Ohren erröten leicht. In luck, friend. The wild man ja. Find him upstairs. You see anything? Gut. Na, nehmen wir mal das private Tanzzimmer. Hey, cool, so gehen auch die Flüche weg. Sehr schön. Reputation. Ja, das ist alles auf ihn zurückgefallen. Gott sei Dank. Hier geht's einigermaßen. Na, mal raus hier. Und jetzt ab in den Schlund. Wir müssen diese Geschichte mit den Valeras und den Bendettas aufhalten, bevor das sich über ganz Dekataka hinwegzieht. Und die beiden Häuser mich damit noch reinziehen und mich die anderen Fraktionen noch böse beäugen. Mir Mitschuld geben für das Ganze. Also, wenn dieser Trottel da Probleme machen will, dann prügel ich mal ein bisschen Vernunft in ihn ein. Also, für den Perser im Loch. Du hörst, wie jemand nach dir ruft. Ah Gott, was passiert jetzt? Du warst durch die Straßen, als ein Mann sich durch die Menge fühlt und auf dich zukommt. Du hast ihn noch nie gesehen, aber der Ausdruck in seinen Augen deutet darauf hin, dass er dich kennt. Wächter, lasst mich durch. Ein Mann aus dem Weidevolk tritt aus der Gruppe hervor. Er hat einen roten Kopf und wildes Haar. Er achtet nicht auf die verstörten Fußgänger, die ihn finster anschauen. Seine hellen Augen sind auf dich fixiert. Oh, Edda ist Proetorsianer. Du siehst so inbrünstig wie eh und je aus, Letern. Xoti schiebt ihr Kinn in einer schroffen Begrüßung vor. Als Antwort darauf schnaubt der Missionar kurz. Aus deinem Mund war das wohl ein Kompliment und tatsächlich bemühe ich mich, dem Licht zu folgen und der Göttlichkeit. Natürlich war es das. Ich meine, warum sollte es keines gewesen sein? Xotis Worte klingen zwar unschuldig, doch ist ihr Grinsen zu rau, zu wolfsartig. Dann erlaube mir, die Geste zu erwidern. Ich würde sagen, dass du dunkler als sonst aussiehst, Ernterin. Du bist vernebelt von all dem Tod und der Ketzerei. Ich sollte ab jetzt wohl besser die Klappe halten. Zoti wird umgehend zornig. Letern ignoriert ihren finsteren Blick und schaut wieder dich an. Du bist derjenige, der das Wunder sah, als Eotas sich aus Ketnua erhob. Seine Stimme hebt voller Bewunderung und Überzeugung. Ja, und du musst Letern sein. Du hast das Ungo gerade vor der Ankunft von Eotas verlassen. Sein Erheben war eine Tragödie. Die Hälfte meiner
Hälfte aller Männer, Frauen und Kinder der Burg sind gestorben. Das kommt darauf an, wer fragt. Als der Gott der Wiedergeburt selbst wiedergeboren wurde. Eine fabelhafte Sache. Nehmen wir einfach mal die zwei. Ich wusste es. Es war uns bestimmt, dass sich unsere Wege kreuzen. Unser Volk spricht in hohen Tönen von dir. Es ist kein Wunder, dass Eotas sich auserwählt hat, Zeuge seiner Rückkehr zu sein. Daher hoffe ich, du kannst mir helfen. Ein winziger Schimmer Zweifel tanzt über sein Gesicht. Er schiebt ihn mit einem tiefen Atemzug beiseite und beginnt mit seiner Geschichte. Ich habe in letzter Zeit seltsame Träume. Ein Rad, das sich dreht und dreht. Ein Hain, Cookie-Bäume, ein jeder aus den gefallenen Früchten des letzten erwachsen. Er kratzt sein bärtiges Kinn. Dann weichen die Speichen des Rats in zwei, die Bäume hören auf zu wachsen, Früchte fallen herab und verrotten, bis der Boden mit einem fauligen, stinkenden Brei bedeckt ist. Warum erzählst du mir das? In Träumen schläft der Verstand und die Fantasie hat freien Lauf. Kein Grund, sich aufzuregen. Das muss etwas zu bedeuten haben, mit den Schultern zucken. Da hat wohl jemand von dem Schlafengehen zu schwer gegessen. Nun komm schon zur Sache. Nehmen wir mal die zwei. Bitte, das ist wichtig. Er runzelt die Stirn. In diesen Träumen sehe ich auch dich in der Mitte des Rats, in der Mitte des Hains. Du warst da, als Eotas sich erhoben hat und du scheinst ihm seitdem überall hin zu folgen. Er verzieht verdrossen das Gesicht, als er zur Krux seiner Bedenken kommt. Eotas stand schon immer für Wiedergeburt und Erlösung. Aber der Tod folgt ihm ebenfalls. Erst im Krieg des Heiligen und jetzt hier, schon wieder. Seine Augen sind weit aufgerissen und voller Fragen. Hey, klinge ich etwa so? Edda verzieht schuldbewusst das Gesicht. Er wendet sich an Laternen. Mein Freund, ich würde dir ja gerne etwas zu trinken spendieren, wenn das helfen würde. Er schüttelt den Kopf, in seinen Augen wirkt sichtbar die Furcht. Ich muss unbedingt wissen, was das bedeutet, bitte. Es gibt keine einfachen Antworten. Warum kommst du deswegen zu mir? Ich habe nie darum gebeten, für irgendjemanden zu sprechen. Tod und Wiedergeburt sind Teil desselben Kreislaufes. Man kann nicht das eine oder das andere haben. Ich glaube nicht, dass Eotas die Absicht hat, irgendjemanden zu schaden. Er hat viel Leid verursacht. Nehmen wir mal die drei. Aber so chaotisch, so gewalttätig. Er schüttelt den Kopf. Mein Volk ist eins mit Eotas in den Krieg gezogen. Manchmal frage ich mich, ob wir seine Erwartungen enttäuscht haben, als wir besiegt wurden. Oder ob wir dies taten, als wir zu den Waffen griffen. Bitte, du hast mehr gesehen als jeder andere. Du musst einfach eine Idee haben, was das alles bedeutet und wie das für uns Sinn ergeben kann. Ich kann euch nicht sagen, wie ihr reagieren sollt. Das müsst ihr für euch selbst herausfinden. Verlasst euch nicht auf Bräuche als Antrieb eures Glaubens, oder ihr werdet die gleichen Fehler wie zuvor begehen. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber ich habe Vertrauen darin, dass es einen höheren Zweck im Handeln der Götter gibt, als schließlich dem vom Eotas. Auch die Götter müssen für ihre Verbrechen gerade stehen. Eotas ist keine Ausnahme. Die Götter sind nicht das einzige Mittel, um Erkenntnis zu gewinnen. Zusammen können die Gestandenen viel erreichen. Sieh dir nur die Beseelung an. Euer Glaube und eure Lebensweise haben euer Volk durch Krieg und Hungersnot gebracht. Haltet sie bei. Die Dämmerungsstämme haben überlebt, weil sie eine Gemeinschaft gebildet haben. Dafür braucht ihr Eotas nicht. Ja, verlasst euch nicht auf Bräuche als Antrieb. Wenn du das so sagst, klingt es echt vernünftig. Tikio kneift sich in die Unterlippe und grinst. Lefern nickt, während er deine Worte einsinken lässt. Ich werde dich nicht länger aufhalten, aber du hast mir viel zum Nachdenken gegeben. Danke. Er wendet sich ab und verschmilzt mit der Menge. Ja. Weiter in den Schlund. Hoffentlich kommen wir diesmal an. Ja, begib dich zum Schlund. Mach die Graberstraße ausfindig. Du lässt das geschäftige Treiben am Abwehrplatz der Königin hinter dir und begibst dich auf den gewundenen Pfad in den Schlund. Eine Weile lang führt der Weg stetig bergab, dennoch verdecken dir die engen Mauern und die heruntergekommenen Gebäude der Ruane um dich herum die Sicht.
Du erreichst eine dunkle Passage, die den Berg durchschneidet. Der Pfad ist breit genug, um ein Fuhrwerk durchzulassen. Der Pfad führt, Der Pfad führt, steigt stetig die Felswand hinab. Ja, da ist ein Wort falsch. Nach einer langen Reise durch eine nur noch schwach erleuchteten Tunnel erreichst du die Tore des Stunts. Das erste, was dir auffällt, ist der Gestank. Es ist eine ekelerregende Mischung aus Fäulnis, abgestandener Luft und dem Geruch ungewaschener Körper. Dir fällt eine Wache auf. Der Mann schiebt einen Wagen, der hoch beladen ist mit verrotteten Lebensmitteln. Ein Teil des Gestanks kommt daher. Vor dir tauchen die Häuser des Stundes als eine Zusammenstellung von Licht und in der Dunkelheit auf. Unter dir hörst du das Rauschen vom Wasser und aus den unsichtbaren Tiefen steigt kalte Luft auf wie ein Ausatmen. This is the gullet? I had not realized. Das ist der Schlund? Ich wusste nicht. Tikyo blickt mit einem angewiderten Ausdruck um sie herum, erhebt einen Arm, um die Nase und seinen Mund zu bedecken.